the power of the dark side. Ja, ich bin ja auch gleich 29. Sind die auf dem Mobil? Geistesgestörter so Schüler. Wir sind gelaufen. Oh. Ein geistesgestörter Schüler. Ah, die Reichweite hat nicht gereicht. Aber selbst wenn die Leiche direkt daneben liegt, muss ich alles anklicken. Wow! Aber er hat ja nicht geschossen, was soll denn das jetzt? Hey, auf den Krams da. Ja, so geil. Das ist halt neu CC, also rausnehmen. Ah, das ist schon cool. Oh, was hast du gesagt? Was? Einmal mal zudrücken. Ist das doch nicht so Schnellreise oder was ist das Ding? Nur das so. Sagt einfach nur einen Heilpunkt an, beziehungsweise wenn du stirbst, genau, wenn du stirbst, dann kannst du dich auch hier wiederbeleben. Ah. Wir haben hier drin jetzt diverse Quests. Ich weiß nicht, wie wir es machen, aber ich denke mal, wir wollen einfach einmal im Kreis laufen. Ist das okay? Ja, so am sinnvollsten. Ihr seid jetzt weiter, ne? Warte, ich komm gleich nach. Ne, wir stehen alle noch bei dir. Echt? Ich renn wieder vor. Ich hab nur irgendwen im Auge bin ich schon weiterlaufen sehen. Leben Sie wohl. Nein, ich warte. Mit Stufe 35 gibt's erst den nächsten Rang vom Gleiter. Ja, warum stell ich nur dann hier? Das ist wie so ein Magnet, die Mod zum Licht. Irgendwas habe ich schon. Tja, ich hab das Licht und ihr seid die Motten. Wenn, dann Brüllmücken. Charge! Oh, die halt mich, die halt mich! Wow, dass man doch nichts dagegen machen kann. Da, da haben wir es doch. Was denn? Unser großer Sagele. Also, so wie ich das sehe, ist hier jetzt dann gleich mal deine Questphase. Meine? Okay. Lass dem Bösen freien Lauf. Weil das hier alles so verschlungen und weitläufig ist, werden wir dich alle begleiten. Gleich geht's besser. Normal müsste man sich jetzt so alle durchkämpfen. Genau. Ja. Naja, nicht ganz allein. Du hast ja dein Gefährt. Die sind ja mittlerweile standardgemäß auf Heilung und ich denke mal nicht, dass man da allzu große Probleme hat. Ich habe meiner auf Schade umgestellt. Ja, aber wenn es zu schwierig sein sollte, kann man ihn ja wieder auf Heiler umstellen und dann denke ich mal nicht, dass man da große Probleme hat. Hey, irgendwie habe ich heute echt Hänger drin.
Das war's schon. Das war langweilig. Naja, hast du dir das durchgelesen? Nein. Natürlich. Das war der Brecher und du musst den jetzt wieder zusammenbauen. Und um das zu tun, müssen wir jetzt hier draußen ein paar Mobs töten, damit du alle Teile zusammensammeln kannst. Während wir alles andere machen, was wir für die anderen Quests brauchen. Weil da vorne ist der Plasma-Schneidbrenner-Teil. Ach so. Dann haben wir hier noch eine Heldenquest. Wir haben auch unsere Quest hier. Was das ändert sowas wie Bergbau. Du nervst irgendwas mit Bergbau. Hier, bei mir. Wer hat denn einen Beruf? Ich. Ihr müsst alle den Plasmabrenner hier looten. Das war ich, wo noch gefällt hat. Und ich. Wollen wir dann erst hier unten deine Quest fertig machen, bevor wir zu unserer Quest gehen? Wie es halt vom Larve her besser ist. Nix in den Schlaf. Ja, okay, dann laufen wir einmal im Kreis und wenn wir dann beim Runterkommen noch nicht alles zusammen haben, können wir ja dann nochmal holen. Beziehungsweise, nee, wir hätten da hinten schon hochlaufen müssen. Oh, wir laufen schon kreuz und quer. Dann laufen wir hier weiter. Kann Charles denken, nicht ein bisschen Pulle? So 3, 4 Zammelzieher? Nee, weil das meiste Fernkämpfer sind. Du Fisch hoch, heb ich dich hoch. Der tiefe Schnaufer, nachdem man wieder runtergelassen wird. Okay. Ich hab 4 Stück. Abgeschlossen. Ja, wir laufen dann später nochmal zu dir, zu der unteren Quest. Mhm. Fast wäre schon runtergefallen. Nein! Ich hab's genau gesehen. Nein, du musst dich verrückt haben. Anaxido ist gerade immer abgestürzt. Ja. Die schmeiße ich schon mit Leid um sich. Also wir machen jetzt hier auf der Etage eigentlich nur kurz einen Zwischenstopp für die Türe zu brennen. Ich würde ja behaupten, da kommt gleich irgendwas raus. Nee. Wird nur zugeschweißt. Muss es auch jeder? Ach, wir müssen mehrere. Ich weiß nicht. Sie steht bei euch jetzt versiegelt die zweite Tür? Also die Tür der zweiten Kammer? Mhm. Ja. Vier Na, dann Kammer. Zählt das wieder für alle. Aber vier jeder musste den Brenner looten, sozusagen. Okay. Es gibt ja 4 Türen. Will ich hier nicht ausweichen. Alles XP würde stehlen. Wir haben ja so wenig.
Hier gibt's ein Gespräch. Ja, wir kommen. Hallo Fremde. Mein interner Chronometer sagt mir, dass dieses Hologramm vor genau 963 Jahren gestellt wurde. Haben die Sess wirklich so lange in Furcht vor mir gelebt? Wie der aussieht! Ich möchte einen Namen hören. Und da komme ich mit dem Bartikopf! Ein geborener Sith und Anhänger der Macht. Wie so viele vor mir forderte ich den Imperator heraus und wurde in diesem Tempel begraben. Zum Glück hatte ich gerade noch genug Zeit, dies hier zu erstellen. Ein interaktives Bild, das meine Geheimnisse demjenigen enthüllt, der mein Grab findet und öffnet. Eigentlich wollte ich diese Türe ein für alle Mal versiegeln. Dann ist es wahr. Die Sith kauern immer noch in Furcht vor mir Unbedeutendem. Es ist die Art der Sith, die Macht durch mächtige Emotionen zu bündeln. Furcht ist die wichtigste davon. Die Sith zehren von spürbarer Angst. Was ist dann das Geheimnis? Es ist nur eine Lüge. Furcht ist eine Lüge. Leidenschaft eine Lüge. Furcht verleiht vorübergehende Macht und Leidenschaft kann leicht manipuliert werden. Wirkliche Stärke entspringt aus der Macht, wenn man sich nicht länger fürchtet. Man kann die Furcht vertreiben, wenn man seine Gier besiegt. Die Gier nach Einfluss, nach Besitz, nach dem Leben selbst und sich von der Macht leiten lässt. Es gibt nur die Macht. Das passt nicht zu der Sith-Philosophie, wie ich sie kenne. Die Sith-Philosophie behauptet, die Ketten ihrer Anhänger zu sprengen. Doch stattdessen kettet sie sie an ihre eigene Furcht. Was ich gelernt habe, lebt nur noch durch dieses Bild und sein Gerät fort. Ich bin jetzt eins mit der Macht, auf ewig und in Frieden. Nehmt sie, bringt meine Lehren zu den Sith. Sie finden Kraft darin, aber eine andere Art, nicht aus der Dunkelheit, sondern aus dem Licht. Die Welt muss erfahren, was ihr gelernt habt. Gut. Die Sith sollten es wissen. Furcht ist nicht der einzige Weg. Was mich betrifft, so ist meine Nachricht vollendet. Ich werde euch jetzt verlassen. Oh. Müssen wir jetzt gar nicht in der Dachsamerselle rein? Nee, wir sollen weiter. Das sagst du. Boah, kann ich abkätzen? Ja! Wuhu! Wenn sie dich jetzt runtergeschmissen hätte, hätte ich rausgelassen. Boah, du brennst hier richtig. Was geht denn bei dir? Ich bin Feuer und Flamme. Was los? Da ist was zum Hacken. Oh Mann. Ach, Fische steht da, Lord Badekap Gimpen. Fische fängt an zu brennen. Entschuldigung. Ach. Bin ich alleine. Hast du nicht gemacht. Was war denn das? Man muss sich hier aus der Phase rauskämpfen. Und du hast jetzt das Ding kaputt gemacht, wo dann später Gegner stehen. Ja, dann sag doch was. Warte, welches Ding dürfen wir nicht kaputt machen? Zu spät. Ich bin... Ja, der eigene Faster ist so fast nicht draufdrückt. Wo die roten Pfeile draufstellen. Ist kaputt. Cool, bei uns auch. Ich vermute, ich muss diese. Wenn man da langläuft, die roten Pfeile sagen dir da, dann geht man davon aus, man muss es kaputt machen. Ich zumindest. Ja.
Ich habe eure Bewegungen in der Macht verspürt. Und sie haben mich aus meinem Albtraum befreit. Ich bin noch immer zu schwach, um fortzugehen. Aber toll. Ich wusste, wo ich eh schon kein Fan von Geistern bin, kommt sowas. Wenn ich erst Ärgernis genug für euch wäre. Die Sith verschwenden jede Menge Fleisch an alles, was sie ängstigt. Und nun seid ihr hier. Blut meines Blutes. Nun seid ihr hier. Wovon sprecht ihr? Ihr kennt mich nicht. Ist unsere Familie so tief gesunken, dass die Tochter meiner Töchter den Namen Kallik nicht mehr kennt? Ein Name, der lange in den Annalen der Sith verehrt wurde. Ihr seid mein Nachkomme, auch wenn ich nicht weiß, in wie vielter Generation. Aber eines solltet ihr wissen. Eure Stärke in der Macht hat mich aus der Erstarrung erweckt. Was soll ich tun? Als die Schwächlinge dieses Planeten mein Grab betraten, wurde ich auferweckt, um mein altes Leben weiterzuführen. Dieser Tempel wurde zu meinem Königreich und ich war wieder ein Lord der Sith. Aber als ihr zum ersten Mal euer Lichtschwert in die Hand nahmt, wurde mir klar, dass meine Stunde gekommen war und dass durch eure Stärke der Ruhm unserer Familie wiederhergestellt würde, nicht durch meine. Ich werde unsere Familie zu altem Ruhm führen? Unsere Familie wurde um ihren Ruhm gebracht. Zerstört durch den Verrat eines anderen. Eines Mannes namens Tulak Ort. Iblaces Amins Waihais Fools. Gawendida Siegfram Tauhans. Euer Meister ist tot, Bestie. Ihr dient nun Kalliks Nachfahren. Fleisch meines Fleisches, ihr solltet euren Diener gehorsam lehren. Ich habe ihn schon einmal besiegt. Er ist unter meiner Kontrolle. Dieser Übermut, dieser Stolz. Ihr dürft die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, wenn ihr unsere Blutlinie wieder zum Ruhm führen wollt. Verrat ist das endlose Spiel der Sith. Ihr müsst es gewinnen. Keine Sorge, ich komme schon zurecht. Hütet euch vor eurer Meisterin und auch vor euren Schülern. Lasst euch nie überraschen. Bedenkt diese Worte und euch wird nichts aufhalten. Aber ihr seid nicht hier, um mich zu sehen. Ihr seid wegen des Artefakts hier, das ich Tulak Ort vor meinem Tode noch entreißen konnte. Nehmt das Artefakt. Aber seid vorsichtig. Sein Zweck blieb mir verborgen. Ich weiß nur, dass es vom Verrat verfolgt. Sonst wäre es auch keine Mühe wert. Seid wachsam. Ich warte bereits auf den Tag, an dem unsere Macht wiederhergestellt ist. Wir werden uns wiedersehen. Schülerin, hast du das Artefakt bereits? Was glaubt ihr? Natürlich. Ausgezeichnet. Kehre zu Skutias, meinen Gemächern zurück. Ich will das Artefakt endlich sehen. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Was für eine Überraschung? Vertrau mir, diese wirst du besonders lieben. Kehre jetzt mit dem Artefakt zurück.
Ich kann es kaum erwarten. Der Kampf, wo du gesagt hast? Ich dachte, das wäre ein Kampf. Das hätte sonst eigentlich keinen Sinn gemacht, dass da Fässer sind. Ist aber toller. Na? Das war knapp, ich wäre fast runtergeflogen. Wir sind runtergeflogen. Keine Panik, ich bin doch da. Ach, ein bisschen CC-Kontrollen ist das dann. Erfolg abgeschlossen. Entschädigung des Besessenen. Wir müssen auf Valen Korik jetzt kurz warten, bis er wieder gespawnt ist. Na, dann mache ich schon mal den Charge-Abstand. Wir können ja die Gegner hier noch besiegen. Wo sind die jetzt herkommen? Respawn? Die waren plötzlich hinter uns.